Hallo Leute, hier ist euer Dream Team und herzlich willkommen zu einem neuen Q&A hier auf unserem Kanal. Jawohl, Q&A Nummer 9. Und ja, ihr habt uns ein bisschen Fragen gestellt auf YouTube und über Instagram haben wir auch ein paar Fragen reingekriegt und die wollen wir euch jetzt vorstellen. Also genau. Viel Spaß euch damit. Mögt ihr Fasching? Also ich mag Fasching. Einmal im Jahr sich verkleiden und so, ist auch gut. Ja, ist nicht so ganz meins, ich find's cool. Wir sind jetzt auch nicht die Verrücktesten dahin, aber ist okay. Ja. Mögt ihr euren Wohnort? Ja, unser Wohnort ist schön, ruhig und ruhig. Gefällt uns. Ja, auf jeden Fall. Warum mögt ihr Freizeitparks? Weil Freizeitparks man einfach mal abschalten kann, man sich Kind wie Kind fühlen kann, man in Welten tauchen kann, in denen man künstlich erfunden hat und das einfach immer so toll ist, einfach deswegen. Und man einfach mal Adrenalin spüren kann wieder und wirklich Spaß haben kann, einfach von diesem blöden Alltag manchmal abschalten kann. Deine Meinung? Also ich finde Freizeitparks, also wenn ich in einem Freizeitpark bin, dann fühle ich mich wie in einer anderen Welt, als wäre ich nicht hier, also als wäre ich nicht wie in einem anderen Land, also als wäre ich jetzt nicht in Deutschland, hier in meinem Ort, keine Ahnung, sondern ich wäre auf einem anderen Planeten oder in einem anderen Land, sagen wir so. Und es fühlt sich einfach toll an, was Neues zu sehen, was Neues zu entdecken. Immer wieder diese kleinen Details in den Freizeitparks zu sehen und immer was Neues zu entdecken. Und natürlich auch der Adrenalin, aber auch das Schöne, einfach mal abschalten zu können. Wie die Themenfahrt oder ein Dark Ride oder irgendwie sowas. Ja, sich einfach wie in einer anderen Welt zu fühlen. Und gerade die Themenbereiche machen für mich sehr, sehr viel aus in einem Freizeitpark. Und weil man dann so eine Welt hat, in der man so viele Welten hat. Also ich kann das nicht richtig erklären, aber ich glaube, ihr wisst doch. Eine Welt in der Welt sozusagen. Genau. Habt ihr alle Lehrer früher gemocht? Nee, ich glaube, jeder hat so einen Lehrer, der... Kein Bocklehrer sozusagen, weiß nicht. Die Zuseher und Zuseherinnen, die noch in die Schule gehen, könnt ihr gerne kommentieren, ob ihr irgendwelche Lehrer gemocht habt. Bestimmt mögt ihr nicht alle. Okay. Also wir haben auch fröhlich alle gemocht. Habt ihr euch schon mal mit einem Lehrer gestritten? Wenn ja, wegen was? Eigentlich nicht. So, es gab Diskussionen früher in der Schule, aber wirklich gestritten nicht, habe ich mich. Ich wüsste gleich gar nicht wegen was. Also, nee, ich glaube nicht. Ich glaube eher so die Eltern streiten mit den Lehrern manchmal. Genau. Dann hat uns der Tripsthriller 2 gefragt, wie viele Achterbahnen hat der Erlebnispark Tripsthrill? 6 Stück. Einmal Hals über Kopf, einmal Volldampf, einmal die Karacho, einmal Gesenkte Sau, einmal Rasende Tausendfüßler und dann haben wir noch, was fällt mir die letzte? Wir haben nicht mitgedacht, Gesenkte Sau, Mammut? Mammut ist die 6. Genau. Sorry, 6 Stück. Genau, und was ist eurer Meinung nach die beste Achterbahn im Tripsthrill? Also meine ist Karacho. Also meine Meinung nach ist meine Karacho. Also ich liebe ja Karacho, weil es ja meine allererste Achterbahn mit Inversion ist. Karacho ist intensiv und macht Spaß, ist gut thematisiert. Und Karacho ist allgemein meine Lieblingsbahn, aber ich finde Hals über Kopf ist schon eine Spaßmaschine. Also wenn ich Karacho fahre, wird mir ein bisschen übel und wenn ich Hals über Kopf fahre, dann habe ich so den Drang danach nochmal zu fahren, weil es einfach Spaß macht. Und es wird einem nicht schlecht, sondern es ist einfach nur so, es macht Spaß. Und deswegen finde ich auch, dass es für Familien mega gut ist. Und also. Genau, und wenn ihr zum Beispiel mehr über Hals über Kopf erfahren wollt, schaut euch gerne mal in das Video, wo wir im Tripsthrill sind bei der Öffnung. Verlinken wir euch hier oben in der Videobeschreibung. Also hier oben eben als Teaser. Und dann haben wir noch eine Frage. Wann würdet ihr am besten den Europapark besuchen? Eher unter der Woche oder am Wochenende? Also am besten natürlich, wenn keine Ferien sind. In Baden-Württemberg, Bayern, egal, irgendwo, alle Ferien vermeiden, wenn es geht. Also wenn es geht, Schweiz, Frankreich beachten auch, die verschiedenen Kantone auch beachten. Deswegen, am Mittwoch würde ich auch nicht gehen. Viele französische Familien dort frei haben und viele Schulen in Frankreich auch zu haben. Genau. Und deswegen auch viel Betrieb aus Frankreich dort ist. Also ich glaube, am besten wäre es so Dienstag oder Donnerstag. Außer es ist Brückentag, dann geht nicht. Genau, Brückentag auf jeden Fall vermeiden, das rate ich euch. Und wie gesagt, Ferien und Feiertage vermeiden, ja, wenn es geht. Wenn es nicht anders geht, dann würde ich am besten, wenn ihr nur Wochenends könnt, eher am Sonntag wie am Samstag gehen. Würde ich euch empfehlen. Also so würde ich es machen, eher an einem Sonntag wie an einem Samstag. Genau, ansonsten Dienstag und Donnerstag wäre perfekt, wenn gar keine Ferien, keine Schweizer, keine Österreicher, keine Franzosen, keine Deutschen Ferien haben, ja.
Und dann wirklich gucken, einfach, wie gesagt, Dienstag oder Donnerstag. Das würden wir euch zu empfehlen. Ja. Ja, ja. So würde ich jetzt so sagen. Also wir gehen meistens unterschreiben würde ich es nicht, weil der Europapark eigentlich immer gut besucht ist, meiner Meinung nach. Mhm. Also ihr werdet niemals irgendwelche Tage haben, wo ihr komplett 0 Minuten an allen Attraktionen habt. Ihr werdet extrem wenig haben, das kann schon sein. Aber ihr müsst ab und zu mal ein bisschen kurz warten. Das gibt's im Europapark nicht mehr, dass alles 0 oder an 5 Minuten hat. Ja. Aber sonst okay, Dienstag, Donnerstag. Genau. Und was wir auch gehört haben, ein paar Tage vor dem Ende der Saison, oder? Genau, ein paar Tage. Das, oder der ersten 2, 3 Tage bis Saisonbeginn soll eigentlich nicht so voll sein. Ja. Obwohl man sagt, ja. Und Saisonende, sagt man. Und in der Winterzeit, könnt ihr den Europapark auch gerne besuchen. Da fahrt alles außer Atlantica. Da ist dafür das Riesenrad Bellevue aufgebaut. Aber das ist auch sehr empfehlenswert. Macht auch sehr viel Spaß. Ja. Und ich finde, es hat nochmal so einen anderen Charme. Da fühlt man sich wieder wie in einer anderen Welt. Genau. Schauen, wie es dieses Jahr mit Corona wird. Aber wir werden sehen. Genau. Ja. Und das war es eigentlich schon mit den Fragen. Das war's. Wir hatten jetzt wirklich nicht viele Fragen diesmal. Wenn ihr Lust habt. Was ich noch sagen wollte, so apropos Thema Freizeitparks. Wir werden bald eine Freizeitparktour machen. Ja. Und werden da ganz schön viele Videos für euch machen. Also wir können ja mal sagen, was wir alles besuchen, welche Freizeitparks. Also wir erzählen euch jetzt kurz und knapp nur, was wir machen werden. Davon wird alles jeweils ein Vlog auf diesem Kanal folgen, von jedem dieser Parks, wo wir vorlesen. Jede Woche seht ihr dann 1 oder 2, je nachdem. Genau, so wie wir es halt hinkommen, schneiden. Und ja, also seid gespannt. Also die Parks werden sein, wir werden anfangen, wir fahren aus unserem schönen Baden-Württemberg, wo wir wohnen, Richtung Holiday Park. Das wird unser erstes Ziel sein. Da treffen wir Andi und Marc. Genau, von dem YouTube-Kanal Andi und Marc. Schaut doch gerne mal bei denen vorbei, wenn ihr wollt. Dann wisst ihr, mit wem wir uns da treffen. Link unten in der Videobeschreibung. Genau. Und dann fahren wir weiter in schöne NRW ins Phantasialand. Das ist der erste Parkbesuch für uns auf diesem Kanal. Wir waren schon einmal dort mit Vanessa. Ich war schon öfters im Phantasialand. Jetzt waren wir lange nicht mehr dort. Aber für euch drehen wir das erste Mal ein Vlog. Ja. Dort. Und ich werde jetzt zum ersten Mal Tachon fahren und zum ersten Mal Black Mamba, wenn alles gut läuft. Ja, Mann. Und meinen ersten Freefall Tower natürlich im Holiday Park. Ja, ihr erster. Und vielleicht noch einen. Genau. Wir fahren dann nämlich weiter von dort ins Wunderland Kalka. Bleiben wir in NRW noch. Genau, sind wir auch das erste Mal dort. Für dann uns beide das erste Mal. Dann fahren wir in den Potzpark. In Potzpark. Also auch so eher kleine Parks, wie ihr seht. Dann vom Potzpark fahren wir weiter Richtung Hansapark, ganz im Norden. Sind auch für uns das erste Mal im Park für uns. Also wie ihr seht, viel neue Parkbesuche für uns. Dann werden wir einen Tag an der Ostsee verbringen, worauf ich mich schon mega, mega freue. Genau, einen Tag nachdem wir im Hansapark waren. Und der Highlander wäre dann so auch so ein das wäre dann der zweite Frühfall. Eventuell, genau. Und dann fahren wir von da 2 Tage in Heidepark. Also wir werden uns 2 Tage nehmen, um diesen kompletten Park wirklich für euch zu erkunden und euch zu zeigen und wirklich viele schöne Impressionen einzufangen und euch ein Statement von uns zu sagen, weil wir haben viele positive wie negative Sachen mit Heidepark gehört und wollen uns einfach ein eigenes Bild machen. Drauf, genau. Dann geht es weiter in den Serengeti-Park, worauf ich mich auch mega freue. In Hodenhagen, genau. Ja. Und da freuen wir uns auch drauf mit der Safari, wenn das alles dort abläuft, wird bestimmt mega geil. Genau, und dann von dort aus fahren wir eventuell noch in den Moviepark. Ja, aber das steht noch in den Sternen. Eventuell. Den Moviepark werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch besuchen, denke ich. Genau, wir wollten ins Fort Fun, können wir euch sagen, aber es ging leider nicht, weil an diesem Freitag, wo wir hingehen, hat der Park zu, nur am Wochenende. Und wir können urlaubstechnisch leider nicht ins Fort Fun dort gehen am Samstag. Weil sonst wären wir doch gerne ins Fort Fun gegangen, das wäre auch auf unserer Liste gewesen. Genau. Aber das machen wir auch irgendwann. Eventuell wir haben noch Tickets für den Moviepark, eventuell gehen wir dann in den Moviepark, genau. Genau, das war's. Dann seid ihr ein bisschen geteasert, was so auf euch zukommt noch in der nächsten Zeit auf diesem Kanal. Seid gespannt und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, Daumen nach unten. Ist uns auch egal. Und wenn ihr unseren Kanal cool findet oder uns sympathisch findet oder uns mögt, lasst gerne ein Abo da. Wenn nicht, lasst es einfach. Ist uns auch egal. Und wenn ihr uns abonniert, bitte die Glocke aktivieren. Genau, wenn ihr Fragen habt, dann gibt es zum Q&A Nummer 10, Anfang September. 1. September wird ein Video rauskommen nochmal. Unter diesem Video stellt gerne Fragen und wir würden uns mega freuen über eine riesen Resonanz. Und ich würde sagen, Vanessa und ich verabschieden uns und würde sagen, liebe Grüße, euer Dream Team. Macht's gut. Ciao. Ciao.